Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, um zu diesem merkwürdigen Thema, was wir hier schon sehen, etwas zu hören. Das ist ja eigentlich ein ganz merkwürdiges Thema. Was haben physikalische Gesetze mit der Bibel zu tun? Nun, wir werden das gleich noch sehen, aber zunächst noch ein paar Hinweise vom Büchertisch. Da gibt es einige Schriften, die sind kostenlos. Das sind diese Traktate. Auch eins besonders über diese Corona-Krise. Dann die Frage, geht es auch ohne Jesus? Das meinen manche Leute. Aber ohne Jesus kommt niemand in den Himmel. Wir haben auch einige in Russisch. Nascha Semelja, unsere Erde, was ist das Besondere an dieser Erde? Und es gibt auch einige mehr noch in russischer Sprache. Dann dieses kleine Buch, Der Himmel, ein Platz auch für dich. Das war eigentlich so ein kleines Nebenprodukt, das war für die Leipziger Messe gedacht. Das sollte auch recht schnell fertig sein, wurde dann auch fertig. Und ich habe nicht geahnt, wie dieses Buch verlangt wird. Inzwischen haben wir über 100.000 in Deutsch gedruckt und das wird weiter fortgesetzt. Und am nächsten Wochenende sollen 30 verschiedene Sprachen fertig sein, darunter Chinesisch, Russisch ist schon fertig, das haben wir auch am Büchertisch. Albanisch, Portugiesisch, Rumänisch, Polnisch, also eine ganze Reihe von Sprachen. In Übersetzung ist ganz neu das Buch auch in Hebräisch. Also ich freue mich über diese Entwicklung. Es war ein großes Wunder, diese Übersetzer dafür zu finden, kompetente Übersetzer, die das auch in guter Sprache, in der Muttersprache übersetzt haben. Dann dieses Buch Fragen an den Anfang. Hier haben 4 australische Wissenschaftler uns grundlegende Fragen beantwortet, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden. Muss man wirklich glauben, dass Gott in 6 Tagen das alles gemacht hat? Wo kam das viele Wasser bei der Sintflut her? Woher hat der Kain seine Frau herbekommen? Das war ja noch am Anfang der Weltgeschichte. Wie geht das eigentlich? Wann lebten die Saurier? Und diese 4 Wissenschaftler aus Australien, die mir persönlich bekannt sind, haben das beantwortet aus ihrem Fachgebiet, aber auch mit tiefer Kenntnis der Bibel. Und dieses Buch, das ist eigentlich so mein Lebenswerk, Information, der Schlüssel zum Leben. Dieses Buch enthält einen Gottesbeweis in dem Sinne, dass man aufgrund der Naturgesetze der Information zeigen kann, dass ein Gott ein Urheber sein muss. Damit ist der Atheismus mit Naturgesetzen widerlegt. Also nicht durch lange philosophische Diskussion, sondern durch Naturgesetze. Die Naturgesetze haben die schärfste Aussagekraft, die wir in den Wissenschaften haben. Wenn man irgendetwas per Naturgesetz sagen kann, dann steht das fest, dann ist das nicht mehr umzustoßen. Und hier ist auch widerlegt die Evolution. Weltweit glauben die Menschen an Evolution, sehr viele Leute, nicht alle. Und hier wird nachgewiesen, dass es diese Evolution nie gegeben hat, per Naturgesetz. Also ich warne davor, das zu kaufen, das sind 512 Seiten. Das dauert bis Weihnachten, bis man da durch ist. Aber prüfen Sie das einmal. Es war in einem Krankenhaus, da wurde ein Mann eingeliefert und was macht der Mann zuerst? Er holt aus seiner Tasche eine Bibel raus und legt die auf seinem Nachttischschrank. Da kommt der Oberarzt vorbei und sagt, sagen Sie mal, Sie lesen die Bibel? Das ist doch ein ganz altes Buch, ist doch wissenschaftlich überhaupt nicht relevant. Da sagt der Patient, das müssen Sie mir erklären, Herr Doktor, warum denn nicht? Da sagt er, das kann ich Ihnen als Arzt ganz schnell erklären. Schauen Sie mal, in Ihrer Bibel steht doch drin, dass Gott aus der Rippe des Mannes eine Frau gemacht hat. Ja, sagt er, stimmt. Na ja, sagt er, das kann ich Ihnen als Arzt erklären, Mann und Frau haben gleich viele Rippen. Wenn aber das stimmt, was in der Bibel steht, dann müsste ja der Mann eine Rippe weniger haben, weil Gott die rausgenommen hat. Da sagt der gute Freund, Herr Doktor, das haben Sie noch nicht zu Ende gedacht. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier einen Patienten, ihm wird ein Bein amputiert. Sie schicken den nach Hause, der zeugt einen Sohn. Herr Doktor, wie viele Beine wird der Sohn haben? Da kam der ins Nachdenken und hat kein Wort mehr gegen die Bibel gesagt. Da bekam er Nachhilfeunterricht in Genetik. Ja, dieses Thema Naturgesetze
und das Wort Gottes. Ich habe auch eine Homepage, wo man viele Bücher und Traktate in verschiedenen Sprachen runterladen kann. Und dann gibt es Vorträge auf YouTube und auf Podcast. Ganz einfach, man gibt nur den Namen ein und dann das Wort YouTube oder Podcast und dann erscheinen viele Dinge. Ich kann sagen, dass ich pro Woche mehrere Anrufe kriege oder E-Mails von Leuten, die irgendwas gesehen haben. Und das Großartige ist, wenn man mit den Leuten am Telefon ins Gespräch kommt, dann bekehren die sich auch. Wie jetzt in dieser Woche eine Frau aus dem Saarland, rief sie auch an und sie war angesprochen und dann sagt, dann will ich mich auch bekehren. Das dauert dann immer so 40 Minuten bis 50 Minuten, dann sind wir durch mit allem und dann hat sie den Herrn gefunden. Also eine ganz großartige Möglichkeit in unserer Zeit. Jetzt taucht natürlich die Frage auf, warum reden wir über solche Dinge, Bibel und Naturgesetze? Wir haben zunächst mal den Eindruck, das hat doch gar nichts miteinander zu tun. Nun, das wollen wir einmal prüfen. Die erste Antwort darauf ist, dass Gott das auch so tut. Er bindet auch Dinge zusammen, die absolut nichts miteinander zu tun haben. Ich lese mal ein Wort aus dem Buch Jeremia 31, 37 und da heißt es, wenn man den Himmel oben messen könnte und den Grund der Erde unten erforschen, dann würde ich auch verwerfen das ganze Geschlecht Israels für all das, was sie getan haben, spricht der Herr. Also Gott bindet hier zusammen, dass wir niemals das Universum erforschen werden können. Das glauben die Astronomen, aber hier sagt die Bibel, das ist unmöglich. Das Universum hat eine solche Struktur, dass wir es nie ergründen werden. Und das bindet Gott zusammen mit seiner Treue zu Israel. Was hat Israel zu tun mit dem Universum? Gar nichts. Aber Gott bindet das zusammen. Vielleicht diesen Vers nochmal in moderner Übersetzung. Wenn die Wissenschaftler jemals die Struktur des Universums ergründen und auch das Erdinnere erforschen könnten, dann will ich auch das ganze Volk Israel wegen ihres Gehorsams verwerfen. Hier haben wir, dass Gott ganz unterschiedliche Dinge zusammenbindet. Warum tut er das? Er tut das deswegen, weil wir, wenn zwei Aussagen gemacht werden, der einen Aussage ein größeres Vertrauen schenken. Und bei der anderen Aussage sind wir uns nicht so ganz sicher. Aber jetzt sagt Gott, beide Aussagen sind von mir und ich bin die Wahrheit, also könnt ihr beidem glauben. Aber ich komme euch entgegen und sage euch zunächst einmal etwas, was ihr schnell einsehen könnt. Aber das andere ist genauso wahr. Nach diesem Prinzip läuft das. Und noch etwas, es gibt einen zweiten Grund, nämlich wir wollen uns einen neuen Zugang zur Bibel verschaffen. Das wollen wir heute Abend tun. Wie viel Prozent der Deutschen könnten wohl den Satz des Apostels Paulus unterschreiben, ich glaube allem, was geschrieben steht? Machen wir mal auf dem Markt eine Umfrage und fragen jemanden, glaubst du alles, was in der Bibel steht? Na, da würden wir erstaunt sein, wie gering der Prozentsatz ist. Das ist aber das, was Paulus sagt, und das ist der Maßstab. Da sollen wir hin. Auch wir, die wir heute Abend hier sind. Das ist unser Ziel. Wir wollen dahin kommen, dass wir allem glauben. Dazu soll das heute Abend auch dienen. Wenn die meisten Menschen die Wahrheit ablehnen, dann folgen sie dem Irrtum und der Lüge. So ist das nun mal. Aber Gott will, dass wir die Wahrheit erkennen. Das ist seine Absicht. Er will nicht, dass wir in der Lüge bleiben, sondern dass wir sie erkennen. Aber weil Gott das so will, gibt er uns auch die nötigen Werkzeuge, um die Wahrheit zu erkennen und auch um Irrtümer zu entlarven. Und diese beiden Werkzeuge sind die Bibel und die Naturgesetze. Es gibt nichts Zweites in dieser Welt, was ähnlich ist bezüglich Unveränderlichkeit in der Zeit und bezüglich Wahrheit. Es gibt nichts Zweites, das von dieser massiven Aussage ist. Die Naturgesetze sind unveränderlich über die gesamte Zeitachse und die Bibel auch. Und beide haben dieselbe Quelle. Sie sind von Gott. Jetzt müssen wir erst mal ein bisschen überlegen, was ein Naturgesetz ist. Manche sind ja schon ein bisschen länger aus der Schule weg. Da weiß man vielleicht nicht mehr so ganz, wie das war. Deswegen machen wir mal so einen kleinen Kursus.
über Naturgesetze. Was ist ein Naturgesetz? Nun, vor einiger Zeit war ich im Hamburger Hafen und da stand, sah ich dieses große Schiff, die Rigmer Rigmers, dort im Hafenbecken liegen und das schaukelte so schön hin und her im Hamburger Hafenwasser. Und da fiel mir bei der Gelegenheit ein Naturgesetz ein, das hatte schon Archimedes erkannt. Und er hat herausgefunden, ein schwimmender Körper wiegt genau so viel, wie die verdrängte Flüssigkeitsmenge wiegt. Das ist ein Naturgesetz. Und das stimmt immer, haargenau. Und stellen wir uns das mal vor, da müssen wir es mal plastisch machen, was das bedeutet, ein Naturgesetz zu haben. Stellen wir uns vor, in der Nacht, beim Mondschein vielleicht noch, da läuft über so einen Tampen eine Ratte an Bord. Was macht das Schiff? Was macht das Schiff, wenn die Ratte an Bord geht? Es sinkt tiefer ein. Aber nicht so tief, das ist ja ein Riesenschiff, das kann man gar nicht merken. Das ist vielleicht ein Zehntel Millimeter, noch viel, viel weniger. Das könnten wir gar nicht berechnen. Als Informatiker habe ich gar keine Formel, wie ich das berechnen kann, denn die Form des Schiffes kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Schraube hinten rausguckt und so weiter. Aber es stimmt ganz exakt, so viel wie die Ratte wiegt, einschließlich Schwanz, so viel taucht das Schiff jetzt, dieses riesige Schiff, tiefer ein, damit das immer stimmt. Und da gibt es ein ganz riesiges Schiff hier, ein ganzes Schwimmdock in Hamburg. Und dieses riesige Ding, das schwimmt, nicht wahr? Und das verdrängt genauso viel Hafenwasser, wie das gesamte System mit dem Schiff, das da drin eingebaut ist, dann wiegt. Und wenn da ein Werkzeugmacher ist, der verliert gerade mal den Hammer, der fällt ins Hamburger Hafenwasser, schuppdiwupp, hebt das ganze Gebilde um so viel aus dem Wasser raus, wie der Hammer wiegt. Ist das nicht gewaltig? Also ich kann da nur staunen und höre überhaupt nicht auf zu staunen, dass das überall geht. Und das geht ja nicht nur bei diesen beiden Schiffen in Hamburg, das geht ja auch bei so ein paar Enten, die da gründeln. Da stimmt das ganz genau mit den Federn, mit allem mitgerechnet, die tauchen so tief ein im Wasser, wie sie selber wiegen. Und das gilt überall auf der Welt. Das gilt nicht nur in Gummersbach, das gilt in Sydney, das gilt in Russland, das gilt in Amerika. Auf jedem See, in jedem Wasser, egal was da schwimmt, das kann auch ein Ast sein. Immer stimmt das, dass ein schwimmender Körper so viel Wasser verdrängt, wie er selber wiegt. Hier nochmal dieses Naturgesetz von Archimedes schon erkannt. Ein schwimmender Körper verdrängt gerade so viel von der Flüssigkeit, in der er schwimmt, wie er selber wiegt. Ich habe hier mal so eine Grafik mal gezeichnet. Hier sehen wir so einen Holzklotz, der da im Wasser schwimmt. Da sehen wir die Eintauchtiefe, das ist das Schraffierte. Und wenn das Ganze jetzt sich schief stellt, dann ist diese Fläche, die da schraffiert ist, immer gleich. Denn egal, wie sich das im Wasser bewegt, es wird immer dieses Naturgesetz eingehalten. Das ist gewaltig. Das gilt aber nicht nur für dieses Naturgesetz, sondern das gilt für alle Naturgesetze. Zum Beispiel der Energieerhaltungssatz, der sagt, in einem abgeschlossenen System kann die Energie weder zu noch abnehmen. Das ist ein so gewaltiges Gesetz, dass wir nur staunen können, dass sowas möglich ist. Wenn man ein abgeschlossenes System hat, da kann man ein Feuer machen, da kann man irgendwas verbrennen, da kann man irgendwas kochen, irgendwas abkühlen. Alles Mögliche kann man da tun, aber die Gesamtsumme der Energien ändert sich absolut nicht. Es wird nur umgewandelt von einer Form in die andere. Ist das nicht gewaltig? Das ist ja so gewaltig, dass man kann ja zum Staunen nicht rauskommen. Jetzt kommt die wichtige Frage, wo kommen die denn her, diese Naturgesetze, wenn die so etwas Gewaltiges leisten? Nun, Gesetze brauchen einen Gesetzgeber. Und wer ist der Gesetzgeber der Naturgesetze? Von ihm lesen wir gleich am Anfang des Johannesevangeliums. Sie sehen, jetzt kommen wir schon gleich zusammen mit den Naturgesetzen und dem Urheber der Naturgesetze. Da steht, im Anfang war das Wort und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und da heißt es in Kolosser 1,17, und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Also diese ganze Welt, dass die nicht auseinanderfliegt, dass das alles zusammengehalten wird, liegt an einer einzigen Ursache und diese eine Ursache heißt Jesus. Nur weil Jesus das zusammenhält. Ist das nicht gewaltig? Habe ich nie in der Physikvorlesung gehört. Das hätte eigentlich in die erste Physikvorlesung da reingehört, hat der Professor aber nicht gesagt, hat er vielleicht nicht gewusst. Aber das wäre das Wichtigste, was er sagen müsste. Leute, nicht wahr? Wir werden jetzt hier die Naturgesetze kennenlernen. Wisst ihr, wer sie gemacht hat? Das war Jesus. So müsste jede Physikvorlesung anfangen, mindestens die erste.
Und in Hebräer 1, Vers 3 steht, er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Und hier lernen wir gleich noch etwas Wichtiges. Der Jesus braucht keine Computer und keine Messinstrumente, damit das alles genau stimmt und ausgewogen ist, sondern bei ihm reicht es aus, wenn er sein Wort spricht. Wenn er sagt, es sei so, wie ich dieses Naturgesetz gegeben habe, dann ist das Naturgesetz ihm gehorsam. Über alle Zeiten. Das ist gewaltig. Haben wir gewusst, dass Jesus diese gewaltige Funktion hat? Er ist nicht nur der Urheber dieser Welt, sondern er hat auch alles geschaffen. Die Naturgesetze sind präzise Aussagen, die auf Entdeckung und Beobachtung und Experiment beruhen und die beliebig oft reproduziert werden können, aber nie widerlegt werden. Ein Naturgesetz kann man nicht widerlegen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Nächster Satz. Die Naturgesetze sind überall gültig. Also nicht nur hier in diesem Raum, auf der ganzen Erde, auf dem Mond, wie wir wissen, und auch in den fernen Galaxien unseres Universums. Also überall sind diese Naturgesetze gültig. Werner von Braun hat ja die Saturn-Rakete konstruiert mit seinen Mitarbeitern und damit gelang ja der Flug zum Mond. Warum wusste man, wie groß die Rakete ist und wie viel Treibstoff man braucht? Durch die Naturgesetze. Man hat mit Hilfe der Naturgesetze ausgerechnet, wie viel brauchen wir, um die Gravitationskraft der Erde zu überwinden und um das alles zu bewerkstelligen. Das konnte man ausrechnen. Und weil die Naturgesetze stimmen, die sind unveränderlich, hat es genau gepasst. Merken wir, wie wichtig die Naturgesetze sind. Und weit draußen im Universum gelten die Naturgesetze genauso. Ich habe 30 Jahre bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt als Wissenschaftler gearbeitet. Da steht auch die Atomuhr. Und diese Atomuhr funktioniert wie? Durch die Naturgesetze. Weil die Naturgesetze gültig sind, kann man davon ausgehen, dass die Zeit, die man heute misst, morgen noch genau dieselbe ist. Darauf beruht das. Oder diese Welle hier vielleicht auf Hawaii gemacht. Auch diese Welle beruht darauf, dass Naturgesetze sie formen. Oder auch die Schneeflocke. Und die Schneeflocke hat Millionen, Milliarden von Formen. Es gibt keine Wiederholung. Jede Schneeflocke ist anders. Als ich in den USA war, fand ich in einem Buchladen ein dickes Buch. Und in diesem dicken Buch gab es überhaupt keine Texte, nur Bilder. Und zwar so, wie wir hier sehen, 12 Schneeflocken pro Seite. Und das ganze Buch war voller Schneeflocken, also nur Abbildung. Und da war keine gleich. Und man kann das auch beweisen, dass die Schneeflocken alle unterschiedlich sind. Hier sehen wir ein Wassermolekül, Sauerstoff und die beiden Wasserstoffmoleküle. Und ein Mol, so ein bisschen für die Chemiker heute Abend, das sind 6,022 mal 10 hoch 23 Moleküle. Das ist also eine riesige Menge und ein Mol Wasser, das wären gerade 18 Gramm. Also 18 Gramm Wasser, die bestehen aus 6 mal 10 hoch 23 einzelnen Molekülen. Und die Moleküle, die lagern sich jetzt einfach an. Weil die einen Winkel von etwa 120 Grad bilden, haben die unvorstellbar viele Möglichkeiten anzudocken, einer am anderen. Und auf diese Weise gibt es eine so große Fülle an Schneeflocken, dass sie alle unterschiedlich sind. Auch das geschieht per Naturgesetz. Die Naturgesetze sind unveränderlich in der Zeit. Darauf werde ich gleich noch zurückkommen. Das ist wichtig, dass wir jetzt all die Sätze uns merken. Also das ist heute was für Leute mit gutem Gedächtnis. Aber wenn ich jetzt so die Gesichter sehe, merke ich, das geht alles hinein. Wunderbar, dass das so ist. Die Naturgesetze sind auch einfach, haben wir gesehen, dass nichts kompliziert ist, nicht wahr? Ein schwimmender Körper verdrängt genau so viel Wasser, wie er selber wiegt. Also einfacher geht es schon nicht mehr. So zum Beispiel auch, hier habe ich die Formel mal hingeschrieben, Gewicht des Körpers und das Gewicht der Flüssigkeit sind gleich. Vor einiger Zeit hat mich da mal bewegt, ob man die Stabilität und die Schwimmfähigkeit der Arche berechnen kann.
Ist ja eine sehr einfache Konstruktion nach der Bibel, ist ja nur eine Kastenform. Da dachte ich, kein Problem, das kann ich mal so abends mal so durchrechnen, dann kann man das mal bestimmen. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist viel komplizierter. Das Naturgesetz selbst ist sehr einfach, aber die Anwendung für all die Fälle ist nachher so kompliziert, das kann man dann schon gar nicht mehr zu Fuß ausrechnen, sondern da braucht man dann nachher auch zum Optimieren einen Computer. Also die Anwendung der Computer, das wird dann nachher sehr schwer. Ein ganz wichtiger Satz ist, die Naturgesetze kennen keine Ausnahme. Die dulden keine Ausnahme. Erst in Klammern gesagt, nur einer hat die Fähigkeit, ein Naturgesetz zu verändern. Wer ist das? Der Urheber selbst, der sie gemacht hat. Und darum konnte der Jesus auf dem Wasser gehen, dem See Genezareth ist nicht eingesunken, weil er gesagt hat, stopp, jetzt nicht. Da sind die ihm gehorsam. Und so haben wir gleich die Erklärung für ein Wunder. Nur der Urheber, der aller Dinge, hat Einfluss darauf und bestimmt, wann es Ausnahmen gibt. Aber sonst nicht. Die Naturgesetze haben erlaubenden und verbietenden Charakter. Sie erlauben zum Beispiel, hier sehen wir mal zwei verschiedene Eier, eins vom Kolibri und eins von einem Strauß. Also da hat kein Naturgesetz etwas dagegen, dass sie groß oder klein sind. Aber sowas zum Beispiel, dass hier Wasser eine Rinne hochläuft, als Wasserfall wieder runterläuft und dann erneut wieder hoch, da sagt ein Naturgesetz, geht nicht, verboten. Und was ein Naturgesetz verbietet, geht prinzipiell nicht, kann keiner machen. Das ist ein absolutes Verbot. Die Naturgesetze ermöglichen uns schon im Voraus zu sagen, ob ein gedachter Vorgang in der realen Welt möglich ist oder nicht. Wir können also Berechnungen aufführen, wenn wir das im Rahmen der Naturgesetze machen, dann funktioniert das. Kein Naturgesetz widerspricht irgendeinem anderen. Ist das nicht auch schön? Wie viel Widerspruch kriegen wir? Die Naturgesetze tun das nicht. Und noch etwas, die Naturgesetze können auf unterschiedliche Art und Weise ausgedrückt werden. Zum Beispiel der Energiesatz, Energie kann nicht aus dem Nichts gewonnen werden. Oder mathematisch ausgedrückt, E gleich Konstanz. Oder wissen wir noch aus der Schule, wenn wir differenzieren, dE nach dT, dann ist das gleich Null. Das sind drei verschiedene Ausdrucksformen für exakt genau dasselbe. Die Naturgesetze scheinen angreifbar zu sein. Man sagt, das kann doch wohl nicht sein, dass es keine Ausnahme davon gibt. Und so waren viele Leute herausgefordert und haben versucht, eine Ausnahme zu konstruieren. Es ist aber nie gelungen. Und das ist die Kraft der Naturgesetze, dass sie sehr scharf formulieren und sagen, so ist es und nicht anders. Wir kennen alle vielleicht diesen schönen Satz, wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Was für eine Aussage ist das? Gar keine. Sagt überhaupt nichts aus. Das ist eine Nullaussage. Von der Art sind Naturgesetze nicht. Da haben wir schon sehr viel gelernt über Naturgesetze. Es kommt noch etwas dazu. In der Wissenschaft gibt es Modelle, Hypothesen, Theorien und alles Mögliche. Und die stehen hier auch grafisch unter einem Strich gezeichnet. Und darüber sehen wir die Naturgesetze. Wenn darunter irgendwas falsch ist, eine falsche Theorie, dann ist ein Naturgesetz in der Lage, diese Theorie sofort zu widerlegen. Ohne große Rechnerei oder sonst was. Also diese Schlagkraft haben die Naturgesetze. Weil die Naturgesetze darüber stehen. Und jetzt kommt dasselbe. Dasselbe gilt für das Wort Gottes. Falsche Ansätze in den Wissenschaften oder falsche Lehren in den Religionen oder Lehren in Philosophie und Psychologie, auch falsche Auslegungen der Bibel, werden widerlegt durch das Wort Gottes. Und das müssen wir lernen, diesen Umgang mit dem Wort Gottes, dass es diese scharfe Kraft hat. So, jetzt sind wir schon in dem Punkt angekommen, dass wir Naturgesetze und Wort Gottes vergleichen können. Wir vergleichen das deswegen, weil wir gleich sehen, die haben unglaublich viele Ähnlichkeiten. Das ist ja fast gleich. Und das wollen wir uns einmal an verschiedenen Beispielen ansehen. Ich habe hier 16 Vergleichspunkte, die wir einmal betrachten wollen. Herkunft, die Ort der Untersuchung, Gültigkeitsdauer und verschiedene Dinge. Wir gehen mal so Punkt für Punkt durch. Punkt 1, die Herkunft.
Nun, wir haben schon gesagt, woher kommen die Naturgesetze? Kolosser 1, Vers 16 sagt uns, denn in ihm, in Jesus Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Punkt. Also alles, dazu gehören auch die Naturgesetze. Also ist die Sache eindeutig klar, die Bibel gibt uns diese Antwort. Der Jesus ist der Urheber der Naturgesetze. Und wie ist mit der Bibel? Paulus sagt in Galater 1, Vers 12, denn ich habe es empfangen durch eine Offenbarung Jesu Christi. Also was Paulus predigt, was er uns in den Briefen schreibt, das ist nicht das, was er sich irgendwann mal überlegt hat, sondern er hat das bekommen durch eine Offenbarung Jesu Christi. Jetzt merken wir schon, die Herkunft der Naturgesetze und die Herkunft des Wortes Gottes sind gleich. Nämlich, der Urheber ist Jesus. Darum lesen wir auch in Offenbarung 19, Vers 13, sein Name ist das Wort Gottes. So sehr identifiziert sich Jesus mit dem Wort Gottes. Was immer Jesus sagt, ist Wort Gottes. Haben wir schon einen Vergleichspunkt gefunden. Jetzt kommt der zweite, der Ort der Untersuchung. Wo untersuchen wir die Naturgesetze? Nun, in der gesamten Schöpfung. Überall, hier auf der Erde, im Universum, alles gehört dazu. Und all das ist ja geschaffen. Und wo untersuchen wir das Wort Gottes? In Johannes 5, 39 lesen wir, ihr sucht in der Schrift und sie ist es, die von mir zeugt. Also die Bibel redet von Jesus. Das ist sehr wichtig. Auch das Wort Gottes des Alten Testamentes redet von Jesus. Es gibt ein schönes Auslegungsprinzip für Texte des Alten Testamentes. Wenn man einen alttestamentlichen Text auslegt und da kommt Jesus gar nicht vor, dann können wir schon sagen, das ist nur die Hälfte erkannt. Es muss einmünden in Jesus. Dann war es gut. So einfach ist das. Dritter Vergleichspunkt. Wir haben gesagt, die Naturgesetze sind wie ein Hammer, da kann man eine Theorie zerschlagen. Dann ist ein für alle Mal erledigt und dann ist das vorbei. Genauso ein Hammer ist das Wort Gottes. In Jeremia 23, Vers 29 sagt Gott, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Also das Wort hat eine solche kräftige Wirkung, dass eine alte Theorie oder sonst was im Nu umgeworfen wird. Ich kann mich noch erinnern an einen Vortrag, da kam hinterher zu mir ein Mann und er sagte, ich komme von Nietzsche her. Ich sage, so, und wie ist das? Er sagt, ich habe den ganzen Nietzsche auswendig gelernt, ich kann Ihnen alles sagen, vorwärts wie rückwärts. Aber er sagt, heute hat mich das getroffen, das Wort Gottes. Und er sagte, ich habe erkannt, dass der ganze Nietzsche mit all diesen Fabeleien und Aussagen falsch ist. Und er konnte in einem Moment das fallen lassen. Ich habe das so empfunden, wie ein Hammer hat ihn das getroffen und er kehrte hin zu Jesus. Der hat sich auf der Stelle bekehrt, wir haben ein Gebet gesprochen. Und seine Frau war einige Meter weiter weg, die hat das beobachtet, die kannte ja ihren Mann und sie hat hinterher gesagt, ich habe den Augenblick gespürt, wo mein Mann einen anderen Gesichtsausdruck bekam. Ist das nicht gewaltig? Durch Jesus ändert sich der Gesichtsausdruck. Es wird neu. Wenn man den alten Nietzsche losgeworden ist und Jesus in ein Leben kommt, dann passiert was, dann ist was geschehen. Und dieses Wort Gottes hat diese Kraft. Und ich kann dir nur empfehlen, heute Abend, wenn dieses Wort dich trifft, an einer Stelle, das entscheide ich nicht, das entscheidet Gott, wo es dich trifft. Denn lass es treffen, denn es wird dein Leben verändern und es bringt dich in den Himmel. Ist das nicht gewaltig? Das Wort Gottes bringt uns in den Himmel. Dazu ist es gesandt. Gewaltig. Vorher bist du ein Kandidat zur Hölle, Brennmaterial für die Hölle, hat mal jemand gesagt. Und dann wirst du Kind der Ewigkeit, dass du es in herrlicher Ewigkeit gut hast. Der vierte Punkt, die Gültigkeitsdauer. Nun, Gott hatte gesagt, in 1. Mose 8, 22, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören. Und dann kommt ja Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht und Sommer und Winter. Das heißt, alle Dinge, die da beschrieben sind,
beschreiben ja, tun ja das, was die Naturgesetze machen. Und darum können wir auch sagen, das wäre völlig identisch, was in 1. Mose 8,22 steht, solange die Erde besteht, sollen die Naturgesetze immer und überall gültig sein. Das wäre eine völlig semantisch korrekte Übersetzung dieses Satzes, den Gott im Alten Testament dort verheißt. Nun, wie ist es mit der Gültigkeitsdauer des Wortes Gottes? Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ist das nicht gewaltig? Endlich mal was Festes in der Welt, was nicht morgen umkippt. Millionen Ideen der Menschen sind gekippt. Alle möglichen Ideologien sind gekippt. Die haben ihre Zeit, wie der Kommunismus, wie der Nationalsozialismus, alles, was über diese Welt gegangen ist, eine Zeit, und dann kippt das, dann ist das weg. Das Einzige, was wirklich Bestand hat, ist das Wort Gottes. Ist das, was Jesus uns sagt. Jetzt bezüglich der Vollständigkeit, die Naturgesetze sind seit dem Abschluss der 6-Tage-Schöpfung installiert und sind alle wirksam. Es ist wichtig zu unterscheiden, Gott hat nicht durch die Naturgesetze geschaffen oder mit Hilfe der Naturgesetze, sondern er schuf durch sein Machtwort innerhalb der 6 Tage. Und die Naturgesetze wurden durch sein Wort ebenso geschaffen. Das heißt also, die Naturgesetze waren erst richtig vollständig installiert, nachdem die 6 Tage abgeschlossen waren. Okay? Die Vollständigkeit wird uns schon im Alten Testament berichtet von Jesaja 44. Suchet nun in dem Buch des Herrn und leset, und es wird nicht an einem fehlen, man vermisst auch nicht dies noch das. Das galt schon zu alttestamentlichen Zeiten, wie viel mehr auch zu neutestamentlichen Zeiten. Das heißt, die Bibel nimmt Stellung zu jedem Problem oder Komplex unseres Lebens. Die Bibel sagt uns, wie wir Kinder erziehen sollen. Die Bibel sagt uns, wie wir eine gute Ehe führen können. Die Bibel sagt uns, wie wir uns in der Gemeinde verhalten. Die Bibel sagt uns, wie wir uns gegenüber dem Staat verhalten. Die Bibel sagt uns, woher die Welt kommt. Die Bibel sagt uns, wohin die Welt geht. Die Bibel sagt uns, dass es einen Himmel gibt. Die Bibel sagt uns, dass es eine Hölle gibt. Ist alles beschrieben, kommt alles vor. Es fehlt nichts. Ist das nicht gewaltig? In einem Buch. Die Philosophen schreiben 37 Bände und das meiste, was wir wissen wollen, steht gar nicht drin. Das ist das Problem. Hier finden wir vollständig. Die Frage ist, kann man Naturgesetze beweisen? Wir reden ja immer von Beweisen. Nun, kein Naturgesetz kann bewiesen werden. Das Entdecken geschieht durch Beobachtung und Experiment. Also wir müssen sauber hinsehen, aufpassen, wie das geschieht, und auf diese Weise finden wir die Naturgesetze. Und wie ist mit der Bibel? Kann man die Bibel beweisen? Nun, wir finden ein schönes Wort der Prüfung im Neuen Testament von der Gemeinde in Beröa. Da heißt es, diese Leute nahmen das Wort ganz willig auf, forschten täglich in der Schrift und prüften, ob sich so verhielte. Das ist die Methode. Nimm die Bibel zur Hand, prüfe, ob es stimmt. Gott lässt sich prüfen. Und dann wirst du ganz schnell sehen, es stimmt. Gott lässt sich prüfen. Ein Wort steht dazu noch in Josua 1, Vers 8. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, auf das du tust und haltest alle Dinge nach dem, was darin geschrieben steht. Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und wirst weise handeln können. Wer nach der Bibel lebt und danach handelt, der wird weise handeln. Und er wird merken, das Leben gelingt mit diesem Buch. Es ist das Rezeptbuch für unser Leben. Als zu Jesus kritische Zuhörer kamen, da sagte er, tut doch das, was ich euch gesagt habe, und dann werdet ihr merken, dass die Lehre von Gott ist. Also er hat ihnen das nicht bewiesen, sondern hat gesagt, tut das. Ich bekam jetzt diese Woche einen kritischen Brief von jemandem, der gegen die Bibel war. Und da habe ich ihm gesagt, wissen Sie, ich kann Ihnen die Bibel nicht beweisen, ich kann Ihnen auch nicht beweisen, dass es einen Himmel, eine Hölle gibt, aber die gibt es. Und wenn Sie sich falsch orientieren, müssen Sie wissen, da landen Sie am falschen Ort.
Da haben sie einen großen Schaden. Das tun sie nicht. Ich sage, ich glaube dem, was geschrieben steht. Ich sage, und habe ich ihm geschrieben, warum glaube ich? Ich sage, ich glaube deswegen, weil Jesus die Wahrheit ist. Das ist der Einzige, der über diese Erde ging und der nie gelogen hat. Den, so einen finden wir auf der ganzen Welt nicht wieder. Und dieser eine sagt uns, was uns gut tut. Ich sage, das ist der Grund, warum ich der Bibel glaube. Weil Jesus die Wahrheit ist, weil er alles beglaubigt hat. Wir kommen schon zum siebten Punkt. Die Naturgesetze sind so feststehend, dass sie nicht widerlegt werden können. Da kann man alle möglichen Versuche tun, das wird nie gelingen. Und wie ist was beim Wort Gottes? Wir haben alle schon dieses Wort gelesen. Die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Wenn die Kritiker zu Jesus kamen und ihm irgendwelche Vorschläge machten, hat er immer gesagt, stopp, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Das bleibt, was gesagt ist, was dort geschrieben steht. Wir haben gesagt, das Wort Gottes, die Naturgesetze sind unveränderlich in der Zeit. Darum können wir Brücken bauen, die vorher berechnet worden sind und dann auch wegen der Naturgesetze halten. Darum können wir Atomuhren bauen und wissen, dass das funktioniert. Und das Gleiche gilt auch für das Wort Gottes. Die Bibel sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Sie sind bleibend. Hier haben wir etwas, was nicht vergeht. Unabhängig davon, wie viele Leute das glauben. Davon ist das gar nicht abhängig. Wir kommen schon zum nächsten Punkt. Keine Ausnahme. Naturgesetze kennen definitionsgemäß keine Ausnahme. Es gibt also keinen Fall, wo das nicht so stattfindet. Und das gilt auch bei der Bibel. Die Aussagen sind genauso massiv und ehern. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Dieses Wort, finde ich, ist eine gewaltige Revolution, eine Provokation ohne weiteres. Denn wenn Jesus sagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich, dann sind alle verloren ohne Jesus. Ist uns das bewusst? Der Nachbar von nebenan, der nicht glaubt, der ist verloren. Beten wir für ihn. Unsere Verwandten, die nicht glauben, sind verloren. Ohne Jesus geht es nicht. Das ist eine ganz massive Aussage. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater ohne mich. Du kannst noch so religiös sein. Du kannst in 7 Kirchen Mitglied sein. Dadurch kommst du nicht in den Himmel. Du kommst einzig in den Himmel zum Vater, wenn du an den Herrn Jesus glaubst. Das ist doch nichts kompliziert, oder? Wie bei den Naturgesetzen, ist gar nichts Kompliziertes dran. Tu das. Komme zum Herrn Jesus und glaube ihm. Dann bist du durch. Dann gehst du heute nach Hause und sagst, ich habe heute den Himmel gebucht. Bei Jesus, dem, der die Tür zum Himmel ist. Diese Tür ist auch symbolisch, wenn ich gleich nachher noch drauf komme. Das ist die Tür zum Himmel. Jesus ist die einzige Tür zum Himmel. Es gibt keine zweite. Es gibt darum auch keine Religion, die rettet. Keine, die kann noch so gut sich empfinden. Keine rettet. Nur Jesus allein. Merken wir, das ist eine gewaltige Provokation. Da ist nichts von Gleichmacherei mit all den Religionen und wir müssen mit allen Religionen zusammen beten oder sonst was. Das ist Mumpitz, das ist Götzendienst, wenn wir das tun. Wir haben die Pflicht, den Leuten zu sagen, wie sie in den Himmel kommen. Und darum machen wir dieses Buch über den Himmel auch in allen Sprachen, auch in Arabisch. Auch diejenigen von arabischen Sprachen, die sollen auch Jesus kennenlernen und sollen auch wissen, dass sie durch den Herrn Jesus in den Himmel kommen können. Und das Wort Gottes wird sie treffen, dass sie das Alte vergessen und dann eindeutig marschieren in die Richtung mit Jesus. Ist das nicht schön? Ist nicht kompliziert, mach dich auf den Weg. Heute kommst du zu Jesus und dann weißt du, dass du in den Himmel kommst. Wollt ihr es komplizierter haben? Ist nicht komplizierter. Man muss es nur tun, was Jesus sagt. Wunderbar. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Bei den Naturgesetzen kennen wir Naturkonstanten. Da gibt es die Gravitationskonstante, die Avogadro-Zahl oder die Planck-Konstante. Und wir haben ja schon festgestellt, es ist ja alles so ähnlich, Naturgesetze und Wort Gottes. Es ist ja naheliegend, dass es eventuell auch solche Konstanten gibt,
im Worte Gottes. Und siehe da, gibt es. Da gibt es göttliche Konstanten. Und eine der göttlichen Konstanten ist, Gott ist die Liebe. Das wird sich nie ändern. Da ist Gott ewig in diesem Punkt. Gott ist auch der Vater der Barmherzigkeit. Keiner kann ihn da überholen. Er ist und bleibt der Vater der Barmherzigkeit. Das ist wie eine Naturkonstante. Auch historische Konstanten finden wir. Jesus kam in diese Welt. Das ist das, was wir Weihnachten feiern. Aber er wird wiederkommen. Er kommt in Macht und Herrlichkeit. Und wenn er wiederkommen wird, dann kommt es darauf an, ob wir auf seiner Seite stehen oder nicht. Bemerkenswert ist, dass Jesus uns heute schon gesagt hat, was er uns zurufen wird, wenn wir uns auf seine Seite gestellt haben. Er hat gesagt, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbet das Reich, das für euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Ist das nicht schön? Wir wissen heute schon, was er uns sagen wird. Glaubst du an Jesus, dann weißt du schon, was Jesus dir sagen wird. Kommt her, ihr Gesegneten. Ihr seid gesegnet. Für euch ist der Himmel bereitet. Aber wenn du das nicht tust, wenn du sagst, ich brauche keinen Jesus, dann wird er dir auch ein Wort sagen. Und er wird sagen, geht hin, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Das sagt er auch. Das ist derselbe Mund, der von einer unglaublichen Liebe und Barmherzigkeit gesprochen hat, gepredigt hat und auch gehandelt hat. Aber er wird bei seinem Wiederkommen auch das massive Wort sagen, geht von mir. Ich will euch nicht mehr sehen. Ihr habt mich nicht gewollt. Ihr habt das Heil angeboten bekommen, ihr habt nicht gewollt. Jetzt seht ihr die Konsequenz. Ich freue mich, dass wir in dieser Zeit leben, auch in dieser Corona-Zeit, dass egal wie die Zeiten sind, wir können kommen. Wir sind eingeladen. Jesus ruft, komm, komm, komm. Nicht zwei, nicht drei, nicht vier, hunderterweise, wie ihr wollt. Jeder kann kommen. Es gibt noch Plätze im Himmel, die frei sind. Ist das nicht schön? Wir müssen nicht abzählen, jetzt bei der nächsten Veranstaltung müssen wir schon Schluss machen, ist alles belegt. Nein, es ist Platz genug, jeder kann kommen. Das heißt, die Entscheidung liegt jetzt bei dir, ob du Ja sagst zu Jesus oder nicht. Komme und mach das fest. Es ist dein Tag heute. Denn wir wollen, dass du dabei bist, dass der Herr dir sagt, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ihr, für euch ist der Himmel gemacht worden. Ist das nicht schön? Das tut Jesus. Ethische Konstanten finden wir auch. Das sind die 10 Gebote, die Bergpredigt, die ja zusammengefasst ist in diesem einen schönen kurzen Satz. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Wir merken, dass nichts Kompliziertes. Du musst da nicht irgendwelche 1000 Regeln einhalten, dich 7-mal verbeugen oder was weiß ich, alles, was die Menschen hier erfunden haben, ohne Ende an Formalitäten. Nein, tue das, was Jesus dir sagt. Dann hast du alles getan. Es gibt keinen Widerspruch unter den Naturgesetzen. Die Naturgesetze bilden ein in sich geschlossenes, widerspruchsfreies System. Und das ist bei der Bibel auch so. Weil die Bibel Wahrheit ist, widerspricht sie sich nirgends. Scheinbare Widersprüche lassen sich bei tieferem Studium auflösen oder auch nicht. Es ist Wort Gottes. Wir werden nicht alles verstehen. Und wenn wir 1000 Jahre die Bibel lesen würden, gäbe es immer noch Fragen, die wir haben, die wir nicht lösen können. Aber das liegt daran, dass wir nicht genug gearbeitet haben oder der Herr uns das noch nicht genug aufgeschlossen hat. Aber untereinander gibt es nichts, was sich widerspricht. Das ist wichtig zu wissen. Manche Leute schreiben Bücher, die Widersprüche der Bibel, die kannst du alle verschrotten. Die kannst du alle in die Tonne werfen, weil es das gar nicht gibt. Das ist genau wie bei den Naturgesetzen. So wie die Naturgesetze sich nicht widersprechen, widerspricht sich die Bibel auch nicht. Das ist so großartig bei der Bibel, weil die ganze Bibel Wahrheit ist. Und jetzt noch kommt ein wichtiger Punkt, die Freiheit im Handeln. Die Naturgesetze bilden den Rahmen für den Ablauf der Schöpfung, aber auch für das menschliche Handeln in Wissenschaft und Technik.
Wir dürfen also die Naturgesetze ganz frei anwenden für alle möglichen Dinge, die wir konstruieren und bauen. Und genau das tut Gott auch. Und das will ich an ein paar Beispielen einmal zeigen. Und zwar am Beispiel, wie Nester gebaut werden. Hier sehen wir Weberameisen, die beim Nestbau sind. Da muss man mal genau hingucken, wie das funktioniert. Da gibt es eine ganze Reihe von Ameisen, die halten die Blätter fest. Ja, die links im Bild. Dann gibt es andere, die stechen Löcher rein und andere nähen die zusammen. Und wenn wir das sehen, diese Ameisen, da ist keiner, der arbeitslos ist. Da steht keiner rum. Jeder weiß, was er tun soll. Das ist für mich ein Wunder ohnegleichen. Die haben doch keine E-Mails, oder? Wie verständigen die sich? Woher wissen die, dass ich gerade nähen soll, der andere soll festhalten, der andere soll einen Faden spinnen? Unglaublich. Hat noch kein Wissenschaftler, kein Ameisenforscher herausgefunden, wie die Kommunikation bei denen funktioniert. So komplex ist das. So genial. Aber Gott hat es denen so gegeben, dass sie die Nester so bauen sollen. Dann gibt es in Südamerika João de Barro, im Volksmund Hans der Maurer, der mauert sich ein Nest. Und zwar hat er immer dieselbe Konstruktion, hat ihm so der Schöpfer mitgegeben, denselben Bauplan. Und er kann nur einen Einstieg von rechts machen oder von links. Dann ist Schluss. Der baut immer solche Nester. Und die Schwalben machen es in dieser Weise. Oder hier, dann gibt es Webervögel, die leben in einer Kolonie zusammen. Der Kiebitz legt die Eier so frei hin auf dem Feld. Und hier nochmal die Webervögel. Das ist interessant. Da ist es so, dass die Männchen die Nester bauen. Und das Weibchen guckt nur zu. Und dann irgendwann sagt das Männchen, jetzt ist fertig. Und sagt das Weibchen, gefällt mir gar nicht. Und dann fliegt sie auf dieses Nest zu und zerreißt das in Fetzen und dass die Fetzen nur so fliegen. Und dann fängt der arme Kerl wieder von vorne an, bis es korrekt ist. So geht das. Und dann gibt es da solche Arten unter den Webervögeln, die bauen unten einen Scheineingang ein. Denn die Schlangen mögen gerne diese Webervögel-Eier. Und jetzt kommt eine Schlange und sieht, aha, hier ist ein Eingang, aber es ist nur ein Scheineingang. Und dann zieht sie wieder ab, also Schutz. Und andere, die bauen oben einen Deckel, das ist also oben eine Öffnung. Und dann gibt es einen Deckel mit Scharnier, alles was dazugehört. Und wenn jetzt der Vogel kommt zu den Jungen, dann hebt er erstmal den Deckel hoch, verschwindet rein, Deckel wieder zu. Und da kann eine Schlange kann das auch nicht anheben. Die kennt diesen Mechanismus nicht mit dem Deckel. Und genauso ist das hier auch in der Technik, wie Gott das macht in seiner Freiheit, so tun wir das auch. Wir können Elektromotoren bauen, Benzinmotoren, Dieselmotoren, viele andere. Wir haben also Freiheit im Handeln. Und das sagt uns die Bibel auch, dass wir Freiheit im Handeln haben. Handel damit in aller Freiheit, bis dass ich wiederkomme. Denn Jesus hat uns anbefohlen, wenn wir zu ihm gehören, dass wir auch uns in seinen Dienst stellen. Dass wir uns nicht faul in die Ecke legen, sondern dass wir herausfinden, was ist mein Ding, was ich für den Herrn Jesus tue. Aber da haben wir ganz große Freiheit, was wir darin tun. Wir können singen, wir können irgendwas schreiben, wir können Lieder dichten, wir können Bücher schreiben, wir können predigen, wir können alles tun. Wir können einen Nachbarnbesuch, einen Krankenbesuch machen. Alles, was wir tun im Namen Jesu, ist Dienst für ihn. Da sind wir ganz frei, was wir tun können. Nächster Vergleichpunkt, ich sagte, dass die Naturgesetze unterschiedlich ausdrückbar sind, die können wir in verschiedener Weise formulieren. Das macht die Bibel auch. Nehmen wir einmal den Punkt heraus, die Sündlosigkeit des Herrn Jesus. Jeder Apostel hat das in seiner persönlichen Eigenart beschrieben. Wir kennen ja den Petrus, das war so ein Mann der Tat. Der fragte, wo steht das nächste Klavier? Ich werde es packen. Nicht so in dem Sinne. Das war ein Mann der Tat. Wie wird er die Sündlosigkeit Jesu formulieren? Wie wir es hier lesen, 1. Petrus 2, 22. Jesus ist der, welcher keine Sünde tat. Das ist Petrus. Aber jetzt kommt Johannes. Das war so einer, der die tiefen Gedanken Gottes denken konnte. Er hat über die Liebe gesprochen. Über das Wesen Gottes.
der wird nicht von der Tat sprechen. Und darum sagt er, Jesus war derjenige, dass in ihm war keine Sünde. In seinem tiefsten Wesen war keine Sünde zu finden. Das ist Johannes. Und jetzt nehmen wir noch den Paulus. Der Paulus war ein Mann der Wissenschaft und darum sagte er, der von der Erkenntnis her kam. Und er sagte, Jesus ist der, der keine Sünde kannte. Merken wir, ganz unterschiedlich ausgedrückt und doch sagen alle genau dasselbe. Nur mit anderen Worten, typisch für jeden. Das heißt, der Heilige Geist hat den Schreibern der Bibel die Freiheit gegeben, ihre eigene Persönlichkeitsstruktur beizubehalten. Es wurde ihnen also nicht wortwörtlich diktiert, was sie schreiben sollten, sondern der Heilige Geist vermittelte ihnen die Botschaft und sie hatten die Freiheit, ihrem Wesen nach das niederzuschreiben. Gewaltig, wie Gott das macht. Gesicherte Aussagen finden wir durch die Naturgesetze. Alle ingenieurmäßigen Konstruktionen und Prozessabläufe beruhen auf dieser wichtigen Eigenschaft der Naturgesetze. Darum können wir voraussagen und auch Dinge der Zukunft ausrechnen. Wir können Konstruktionen machen, die erst später gebraucht werden für einen Zweck. Vor einigen Jahren war ich in dem Kennedy Space Center und da sehen wir diese riesige Mondrakete, die wir dort in einer Halle finden. Das konnte man aufgrund der Naturgesetze so konstruieren und bauen. Die Bibel ist das einzige Buch der Weltgeschichte mit erfüllten Prophetien. Das gibt es in keinem Koran, nirgendwo. Ich erinnere mich noch, als ich in Kasachstan zu Vorträgen war, da habe ich über Bibel, Naturwissenschaft immer wieder gesprochen und ich habe sehr viel über die Bibel gesagt und in jeder Vorlesung meldete sich jemand und sagte, warum haben Sie nichts über den Koran gesagt? Das war eine gute Frage, war eine Steilvorlage. Da habe ich gesagt, ganz einfach, die Bibel ist das einzige Buch, in dem 3000 Vorhersagen, Prophetien enthalten sind, die sich so erfüllt haben, wie es zuvor gesagt wurde. Das gibt es in keinem anderen Buch der Weltgeschichte. Ich wollte Ihnen das Beste bringen, was es gibt. Keine weitere Frage. So ist das mit der Bibel. Wir dürfen gewiss sein, dies ist ein wirklich ausgezeichnetes Buch. Die Nichtbeachtung der Naturgesetze bringt Schaden. Das kennen wir alle. Der Sprung vom Fernsehturm, das sollte man nicht tun. Dann kommt man unten, hätte beinahe gesagt, platt wie eine Briefmarke an, aufgrund der Naturgesetze. Oder wer an eine 10.000-Volt-Leitung packt, darf sich nicht wundern, dass damit das Irdische beendet ist. Oder wer eine Kugel Zyankali, also dieses Gift, erschluckt, der darf auch wissen, dann ist es mit dem Leben beendet. Also Nichtbeachtung der Naturgesetze bringt Schaden. Das ist aber genauso beim Wort Gottes. Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Wir sehen also, wenn wir diese Dinge tun, sind wir ausgeschlossen vom Reich Gottes. Ein großer Schaden, den wir da erleben. Wer den Schöpfungsbericht der Bibel ignoriert, weiß nachher nicht mehr, woher er kommt und er verfällt allen möglichen Ideologien. Er fällt in erster Linie der Evolutionslehre zum Opfer, weil er meint, es würde ohne Gott gehen. Geht nicht. Er ist betrogen, wenn er das glaubt. Der Apostel Paulus hatte eine bestimmte Gewohnheit, nämlich, wenn er in eine andere Stadt kam, predigte er zuallererst den Juden. Er suchte eine Synagoge auf und predigte dort. Hätte er gesagt, ihr lieben Leute, Gott liebt euch alle, ihr seid ganz prima Juden, hätten die alle gejubelt und gesagt, prima, sowas wollten wir hören. Aber er predigte über Jesus und hat gesagt, ohne Jesus seid ihr verloren. Was haben sie gemacht? Haben ihn rausgeschmissen in einer Synagoge. Und dann sagte er ihnen zum Abschied, euch musste zuerst das Wort Gottes gesagt werden, weil ihr es aber von euch stoßt, achtet ihr euch selbst nicht wert des ewigen Lebens. Merken wir, wie groß der Schaden ist, wenn wir Gottes Wort verwerfen. Riesig groß, wir verlieren eine ganze Ewigkeit.
Darum legen wir so einen großen Wert darauf, auch durch diesen Beitrag, dass wir dahin kommen, dass wir jedem Wort der Bibel glauben und vertrauen. Jedem. Keine Ausnahmen. Denn alles ist autorisiert von Jesus. Alles ist wahr. Wir stehen auf festem Felsengrund. Man kann die Naturgesetze auch als Unmöglichkeitsbedingung formulieren. Zum Beispiel eine Formulierung eines des Energiegesetzes heißt, die Unmöglichkeit, eine Maschine zu bauen, die ohne Energiezufuhr von selbst läuft. Also es ist unmöglich, so eine Maschine zu bauen. Und genauso ist das Wort Gottes auch. Nochmal dieses Wort aus Johannes 14, Vers 6. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt keine Ausnahmen. Das müssen wir wissen. Wir wissen alles, wohin die Welt zuläuft. Die Welt läuft zu auf das Kommen Jesu. Und mit jedem Tag umso mehr sind wir diesem Tag näher dran. Und darum lesen wir auch in Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, in den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Einzig und allein durch Jesus finden wir das Himmelreich. Nur durch Jesus allein. Wenn wir dem zustimmen und machen das fest in einem Gebet, sind wir durch. Ist das kompliziert? Überhaupt nicht. Darum lade ich gleich ein, durch diese Tür zu gehen. Die können wir symbolisch ansehen als die Tür zum Himmel. Denn dort, wenn wir dort in dem Raum gleich sind, da werden wir zeigen, wie man den Schritt über diese Linie geht, von einem Leben ohne Jesus oder mit einem halben Jesus oder wie, zu einem ganzen Leben mit Jesus. Wenn wir diesen Schritt tun, dann haben wir den Himmel geschenkt bekommen. Den Himmel kann sich niemand erwerben, durch keine gute Tat. Der Himmel wurde erworben am Kreuz von Golgatha. Da wurde der Preis für den Himmel bezahlt. Vollständig, weil auch dort vollständig unsere Sünde beglichen wurde. Und Sünden haben wir genug, stimmt's, wenn wir ehrlich sind? Wenn wir in unserem Leben nachdenken, meine Güte, was sind da Sünden? Da kann man nicht zurückgehen, meine Jugend und wo überall. Schon als Kind, ich konnte schon als dreijähriger Junge lügen. Könnt ihr euch das vorstellen? Meine Mutter hat mir das nie beigebracht. Ich konnte das von alleine. Lüge ist Sünde. Und Sünde schließt aus vom Reich Gottes. Das heißt, wir haben viel, was uns vergeben werden muss. Und der Jesus sagt, kommt zu mir. Ich bin bereit, euch zu vergeben. Und jetzt ist interessant, als Jesus gekreuzigt wurde, wurden zwei Schächer mitgekreuzigt, zwei Verbrecher. Und der eine, die haben beide gelästert, obwohl sie auch am Kreuz waren. Aber der eine erkennt in letzter Minute und ruft Jesus an und sagt, denke doch auch an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der hat noch gar nicht gesagt, ich möchte im Himmel sein. Denke doch an mich. Und was sagt Jesus ihm? Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute noch schenke ich dir den Himmel. Heute. Ihm wurde alles vergeben, sein ganzes verbrecherisches Leben. Alles auf Null gesetzt, präpariert für den Himmel. Und der andere, wie wir hier sehen auf dem Bild, der wendet sich von Jesus ab und geht damit ewig verloren. Was meint ihr wohl, was der jetzt denkt? Hätte ich doch bloß auch diesen Jesus angerufen, dann wäre ich im Himmel. Aber dort ist keine Korrektur mehr möglich. Es gibt ein zu spät. Komme und nutze die Zeit heute. Heute ist Zeit der Gnade. Heute ist Zeit, wo Jesus dich ruft. So komme heute zu ihm. Und ich kann dir eins versprechen, weil Jesus das versprochen hat, nicht weil ich das kann, sondern Jesus hat versprochen, jeder, aber auch wirklich jeder, der zu ihm kommt, wird von ihm angenommen. Das ist doch gewaltig, oder? Ist unterschrieben von Jesus. Wer zu mir kommt, den nehme ich an. Also du kannst noch so ein Sünder sein oder noch was dir einbilden, dass du sagst, mich nimmt der Jesus nicht an, dann kann ich dir nur sagen, gerade auf dich hat er gewartet, dass du auch kommst
und dass du alle Schuld vergeben bekommst. Das tut er nämlich. Wer zu ihm kommt, dem vergibt er. Und wer dann zu ihm kommt, dem sagt er, jetzt gehe und sage es anderen Menschen. Aber du bist gerettet. Heute ist deinem Hause Heil widerfahren. Lass dir dieses Wort heute sagen. Nimm das an und komme. Geh daran auf keinen Fall vorüber. Wir wissen nicht, wie lange wir unser Leben in der Hand haben. Keiner weiß das von uns. Darum sagt die Bibel immer, heute ist der Tag der Gnade, heute ist Tag der Entscheidung, komme heute, mach es heute fest. Wir machen es gleich so, wir werden noch gleich mal noch ein Lied hören, dann können wir noch mal das bewegen, den Gedanken, und dann machen wir uns auf den Weg, hier durch diese Tür, und dann geht man einfach nur weiter, da haben wir einen großen Raum, da können viele kommen, und dann können wir das festmachen bei Jesus. Und dann sind wir dort, wo Gott uns hinhaben will, nämlich in seinem Himmelreich, wo es uns ewig gut geht. Da gibt es keine Corona-Pandemie, da gibt es keine Krankheit mehr, da gibt es keine Knieschmerzen mehr, keine Infektion, nichts mehr dergleichen. Es wird alles vollkommen sein. Da möchte ich hin. Komm mit. Lass dich einladen. Gehe gleich dorthin, komm mit dorthin. Ich werde den Weg erklären, wie das geht. Du kannst dir das anhören. Du hast auch die Freiheit, dann immer noch Nein zu sagen, wenn du sagst, ach, ich will es doch nicht. Gott gibt uns die Freiheit, dann darfst du auch gehen. Da wird nichts festgeklopft, sondern einfach nur erklärt und dass du Ja sagst. Lass dich einladen, wir wollen noch miteinander beten. Wir haben lange gesessen, vielleicht stehen wir zum Gebet auf. Herr Jesus, du hast uns so deutlich dein Wort gesagt und wir haben erkannt, welch eine Größe du hast. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der ewig Vater, der Friedefürst. Alles ist in deiner Person vorzufinden. Und das Wichtigste für uns heute Abend, du bist der Retter von Schuld und Sünde und du bist die Tür zum Himmel. Lass uns eingehen durch diese Tür. Herr Jesus, schenke, dass niemand zurückbleibt, dass wir alle das festmachen. Danke, Herr, dass du jeden annimmst, der kommt. Gepriesen sei dein Name, gepriesen seist du für diese Zusage. Amen.